Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, Drucksache 19-4502. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten und erteile Herrn Staatsminister Wintermeyer das Wort zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung hat Ihnen den Entwurf eines Zustimmungsgesetzes zum 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vorgelegt. Schwerpunkt dieser Neuregelung ist die Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages. Bevor ich zum Inhalt des Staatsvertrages kurz komme, gestatten Sie mir vorab eine Anmerkung zum Verfahren der Ratifizierung. Der Staatsvertrag soll zum ganz überwiegenden Teil am 1. September 2017 in Kraft treten. Da die Ratifikationsurkunden bis Ende August beim Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz vorliegen müssen, werden nun die Ratifikationsverfahren in den Landesparlamenten eingeleitet bzw. laufen schon. Meine Damen und Herren, dieser Zeitplan dürfte auch gut zu schaffen sein, zumal sich einerseits der Regelungsinhalt weitestgehend auf die Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages beschränkt und dieser keine hessenspezifischen Besonderheiten aufweist. Die Ländergemeinschaft hat hierzu eine Fachanhörung durchgeführt, und die entsprechenden Unterlagen kann ich, wenn das von Ihnen gewünscht wird, dem Ausschuss für die Beratung gerne zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, im Rahmen der Novellierung des ZDF-Staatsvertrages haben wir die rechtlichen Vorgaben bereits ausführlich sowohl im Plenum als auch im Hauptausschuss diskutiert. Erlauben Sie mir bitte deshalb, dass ich an dieser Stelle nur kurz auf den Deutschlandradio-Staatsvertrag inhaltlich eingehe. Auch hier sind die verfassungsrechtlichen Vorgaben von 2014 zur Staatsferne, zur Vielfaltssicherung, zur Gremienzusammensetzung, zur Gleichstellung und zur Transparenz umzusetzen. Die meisten der im vorliegenden Regelwerk enthaltenen Änderungen orientieren sich an denjenigen, die wir bereits im ZDF-Staatsvertrag umgesetzt haben. Und, meine Damen und Herren, auch alle 16 Bundesländer werden entweder im Rundfunkrat oder im Verwaltungsrat vertreten sein. Meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen, geht es bei den Programmen des Deutschlandradios um Informationsangebote allererster Güte. Es geht um Informations-, Kultur- und Bildungsprogramme, die ein Aushängeschild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darstellen. Auch die Zahlen, die gemeinhin nicht so sehr bekannt sind, beeindrucken. Das Deutschlandradio sendet täglich 500 Minuten Nachrichten, hat mehr als 2 Millionen Hörerinnen und Hörer und rund 9 Millionen regelmäßige Hörerinnen und Hörer und sendet 570 Hörspiele und Features jedes Jahr. Es freut mich deshalb sehr, dass wir mit dem vorliegenden Staatsvertrag für das Deutschlandradio rechtliche Rahmenbedingungen schaffen können, die die Zukunftsfähigkeit dieses hervorragenden Informationsangebots gerade in Zeiten von Fake News sicherstellen sollen. Ich bitte Sie daher, bereits heute dem Gesetzentwurf zum 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zuzustimmen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Herr Kollege Siebel für die Fraktion der SPD. Das glaube ich, dass du nichts zu sagen hast. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich mal zu dieser Debatte ein bisschen früher gemeldet, damit ich noch etwas Neues sagen kann, nachdem Herr Staatsminister Winter gesprochen hat. Ich habe gemerkt, er hat mir Wintermeyer übrig gelassen. Ja, ich habe irgendwie ein Problem mit Ihrem Namen. Ich muss da mal dran arbeiten. Herr Wintermeyer hat mir in der Tat ein paar Sachen übrig gelassen, die ich auch noch zum Besten geben kann und die aus sozialdemokratischer Sicht für die Akzentuierung dieses Rundfunkänderungsstaatsvertrags von Bedeutung sind. Da es im Kern um das Deutschlandradio geht, ist das natürlich der Ort, und das will ich noch einmal unterstreichen, auch die Bedeutung des Deutschlandradios zu würdigen. Herr Wintermeyer hat es zum Ausdruck gebracht, dass sowohl von der Anzahl der Hörer, aber allerdings auch, und das möchte ich besonders hervorheben,
von der Qualität des Programms, was immer ein Genuss ist, auch teilweise dann mal, wenn über eine Sache etwas länger auch in Wort berichtet wird, als wir das aus anderen Formaten öffentlich-rechtlichen Rundfunks kennen, dass das an einem Ort passiert, der auch uns wichtig ist, und das ist das Deutschlandradio. Dieses zu unterstreichen, ist mir auf alle Fälle wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich brauche nicht zu erwähnen die Frage der Änderungen im Rundfunkstaatsvertrag zu dem Thema der Bezeichnungen und möchte noch einmal einige wenige Sachen akzentuieren. Ich sagte es schon, die mir aus sozialdemokratischer Sicht wichtig sind. Erstens. Es werden Vorschriften zur gleichmäßigen Besetzung der Gremien mit Frauen und Männern im 21 und 24 des Rundfunkänderungsstaatsvertrages vorgesehen. Dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag setzt sich auseinander mit Transparenzvorschriften, die erweitert werden, Öffentlichkeit der Sitzungen des Hörfunkrates sowie bestimmte Formen der Veröffentlichungspflichten unterschiedlicher Informationen, die damit zusammenhängen. Ich möchte besonders hervornehmen, dass zur Verbesserung der Personalvertretung der sogenannten festen freien Mitarbeiter die Schaffung eines freien Statuts eingeführt wird. Das ist auch etwas, was ich zumindest für erwähnenswert halte. Dieser Staatsvertrag sieht darüber hinaus vor, die staatsvertragliche Beauftragung des Deutschlandradios auch auf das Angebot der Telemedien zu erstrecken. Das ist ja immer wieder auch umstritten. Und ich finde es gut und richtig, dass auch dieser Teil jetzt entsprechend festgestellt wird. Und schließlich die bisherige Praxis zur Live-Übertragung aus dem Europäischen Parlament, dem Deutschen Bundestag oder den Landtagen. Das Programm des Deutschlandfunks auf digitale Frequenzen zu schalten, wird ausdrücklich gestattet. Damit ist auch ein Teil dessen gewährleistet, was wir auch immer wieder für besonders erwähnenswert und wichtig halten, dass nämlich auch über Debatten in den unterschiedlichen Parlamenten, die ich genannt habe, tatsächlich möglich sind. Die Verständigung über die prozentuale Aufteilung der Rundfunkbeiträge ist insofern nicht relevant, als diese Veränderungen nur gradueller Natur sind. Sie sind entsprechend ausgehandelt zwischen den Ländern. Herr Wintermeyer hatte schon erwähnt, dass die Länder sich in den Gremien alle wiederfinden. Das ist richtig und sinnvoll von der Verteilung her auf die jeweiligen Verbände. Und er ist, das will ich auch noch einmal erwähnen, er ist die Folge des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts der Staatsferne. Insofern folgen wir diesem Grundprinzip, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk staatsfern zu organisieren ist, transparent zu organisieren ist und dass er dem Kern seiner Aufgaben gut nachkommen kann. Das gewährleistet dieser Staatsvertrag. Und deshalb habe ich meiner Fraktion empfohlen, ihm zuzustimmen. Danke schön. Nächster Redner, Herr Abg. Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Gesetzentwurf, der uns heute vorliegt, beschäftigt sich aus unserer Sicht vor allem mit drei Teilen. Der erste Teil betrifft das Deutschlandradio. Dazu ist ausführlich schon gesprochen worden. Da gibt es auch von unserer Seite keine besondere Kritik. Der zweite Teil ist die Frage der Staatsferne. Auch hier muss ich sagen, oder an dem Punkt muss ich sagen, sind wir nicht zufrieden mit dem Gesetzentwurf. Da ist die Frage der Quotenregelung auf Mann folgt Frau. Sie kennen ja unsere Kritik zu diesem Punkt. Ich glaube, das sollte wie überall in unserer Gesellschaft nach Qualifikation entschieden werden und nicht über das Thema Quote an dieser Stelle. Wir sind auch der Meinung, dass es nicht ausreichend geregelt ist, sozusagen wer wen wie dort politikfern vertreten soll. Da sind wir nicht glücklich mit dem Gesetzentwurf und natürlich das ganze Thema Rundfunkfinanzierung. Es gibt eine Empfehlung der KEF, in Bezug auf Bildung einer Rücklage.
Aus unserer Sicht ist das der Weg, den wir jetzt hier gehen, nicht der richtige Weg, das entsprechend weiterzutreiben mit der Rücklage, sondern wir haben hier kein Vertrauen an der Stelle, dass der nötige Reformbedarf, den es schon gibt im öffentlich-rechtlichen, dass dieser nötige Reformbedarf dann auch den entsprechenden Nachdruck, mit dem entsprechenden Nachdruck umgesetzt wird. Es wird zudem ja darauf hingewiesen, dass 2020 noch einmal mit deutlicher Erhöhung der Beiträge zu rechnen wäre. Ich glaube, dass das, was wir hier auf den Weg bekommen, dass das dazu führt, dass es eben nicht ausreichend Druck im System gibt, um notwendige Reformen umzusetzen, und dass wir dann in wenigen Jahren hier widerstehen und uns dann sozusagen in genau der gleichen schwierigen Situation befinden und dann 3 Jahre verschenkt haben, weil man die Anpassungsbedarfe nicht mit der entsprechenden Energie vorangetrieben hat. Darum will ich für meine Fraktion schon einmal sagen, dass wir dem Gesetzentwurf so nicht zustimmen werden. Vielen Dank. Hat Herr Staatsminister Wintermeyer. Meine Damen und Herren, lieber Kollege Rock, ich will nur darauf hinweisen, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, dass wir über Rundfunkbeitragssenkung, Rundfunkbeitragerhöhung oder Rücklagenbildung hier entscheiden mit dem vorliegenden Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Das ist lediglich nachrichtlich in die Begründung aufgenommen worden. Wir müssten nur darüber entscheiden, wenn wir die Beiträge senken oder erhöhen würden. Eine Rücklagenbildung enthält dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht, und darüber ist auch nicht zu entscheiden. Nächste Wortmeldung ist Frau Abg. Dorn für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Meine Vorgänger haben schon das Deutschlandradio zu Recht gewürdigt, und das möchte ich hier ebenso tun. Gerade in den heutigen Zeiten kann man so ein Angebot nicht genug schätzen. Wir finden, das sind durchaus sehr wichtige Änderungen im Staatsvertrag beinhaltet. Der eine große Block sind ja die Frage der Gremienzusammensetzung. Hier wurde sich an das Bundesverfassungsgericht-Urteil entsprechend angepasst. Mehr Staatsferne im Hörfunkrat, das begrüßen wir. Im Gegensatz zur FDP begrüßen wir selbstverständlich auch die paritätische Besetzung mit Frauen und Männern. Künftig soll bei einer Neubenennung eines Mannes eine Frau folgen. Das haben wir im Hessischen Rundfunk auch bereits getan. Ich freue mich sehr, dass in der neuen Legislaturperiode, in der neuen Periode vom Rundfunkrat, dass wir jetzt künftig 12 Frauen im Rundfunkrat haben. Vorher waren es 7 Frauen. Wie so oft ist es so, mit ein bisschen Druck merkt man, dass es eben genug kompetente Frauen, Herr Kollege Rock, in den Reihen zu finden ist. Ich finde, das war einmal ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, manchmal genau mit solchen Regelungen zu zeigen, dass eben eine paritätische Besetzung durchaus angestrebt werden muss. Es zeigt sich auch, dass es sinnvoll war, dass neue Gruppen aufgenommen worden sind für mehr Vielfalt. Auch das ist in diesem Staatsvertrag verankert. Und gleichzeitig, Herr Kollege Rock, haben Sie gerade die Frage Rundfunkbeiträge kritisiert. Es stimmt, die KEF hat vorgeschlagen, dass man 30 Cent senken sollte, den Rundfunkbeitrag. Es ist aber absehbar, Herr Kollege Rock, dass sich das auf kurze Zeit wieder so gestalten wird, dass es wieder erhöht werden müsste. Ich finde es sehr sinnvoll, dass man gesagt hat, bleibt bei einem stabilen Beitrag. Das macht nur Sinn, weil 30 Cent ist für den Menschen draußen auch schwer zu erklären. Aber es macht viel aus in den Rundfunkanstalten. Und bei einem stabilen Beitrag ist es ein sinnvolles Ziel, dabei zu bleiben. Plus, Sie haben gesagt, Sie haben Sorge, dass der Reformbedarf nicht klar angegangen wird. Das sehe ich nicht. Ich sehe durchaus den Druck sehr stark aus den Ländern zu Strukturreformen. Die werden auch nicht einfach werden. Es ist aber auch richtig so, dass es Strukturveränderungen gibt. Der Druck besteht. Es gibt immer mehr Ideen, wie man zu mehr Effizienz kommen kann. Die müssen auch angegangen werden. Aber dafür jetzt sozusagen alles, Herr Kollege Rock, infrage zu stellen und die schwierige Periode jetzt gleich so zu starten, dass man die Rundfunkbeiträge senken möchte, das finde ich den falschen Weg. Der dritte Bereich, die Transparenz, ist aus meiner Sicht, hat Kollege Siebel schon gesagt, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ansonsten freue ich mich auf die Unterlagen aus der Fachanhörung, die gemacht worden ist. Ich denke, das ist ein sehr sinnvoller Vertrag, und wir können dem sehr gut folgen. Vielen Dank.
Das Wort hat Herr Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir regeln in diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag jetzt für das Deutschlandradio, was wir unter anderem für das ZDF schon geregelt haben. Was wir dort aus unserer Sicht falsch geregelt haben, bleibt hier auch falsch. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das für jemanden von Ihnen von Interesse ist, können Sie meine Rede dort nachlesen in früheren Debatten. Im Zusammenschluss will ich einfach nur sagen, es fehlen nach wie vor auch jetzt hier im Rundfunkrat wichtige Personengruppen. Und aus unserer Sicht ist die Methode, wie man zu einer Erhöhung des Frauenanteils kommt, nach wie vor nicht ausreichend. Frau Dorn, Sie dürfen natürlich nicht verschweigen, wenn Sie die leichte Erhöhung jetzt im HR-Rundfunkrat sagen, dass wir immer noch weit von der Parität entfernt sind. Für uns ist das ein hohes Gut. So kommen wir da leider nur viel zu langsam hin. Ich erspare mir jetzt Bemerkungen, Zurücklagen, damit Sie mich nicht auch zurechtweisen müssen, Herr Wintermeyer. Danke. Das hat Frau Wolff für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind immer wieder in Diskussionen um den Qualitätsjournalismus. Und ich denke, wenn man das Deutschlandradio betrachtet, besser gesagt hört, dann kann man durchaus ein gutes Beispiel von Qualitätsjournalismus hören. Das bedeutet, dass wir vertiefte Beiträge dort hören, dass wir ein Angebot an Diskussionen hören, aus denen sich dann auch Menschen ihre Meinung bilden können. Das ist ein wichtiges, ein gutes Angebot. Und deswegen glaube ich, dass es auch gut ist, eine solche wertschätzende Bemerkung heute von verschiedenen Fraktionen gehört zu haben, zu Protokoll zu geben und damit auch einzuleiten in ein Gesetzgebungsverfahren. Im Übrigen freilich ist dieses Gesetzgebungsverfahren eines Rundfunkänderungsstaatsvertrages die logische Konsequenz aus dem ZDF-Urteil und damit die Folge dessen, was wir schon einmal beim ZDF-Staatsvertrag und schon einmal beim HR-Gesetz diskutiert haben und was jetzt hier wieder erneut aufgenommen worden ist mit den Begriffen, die wir damals schon diskutiert haben, die Reduktion der politischen Vertreter, die Versteinerung, die verhindert werden soll, die mit neuen zusätzlichen Gruppierungen hier aufgebohrt werden soll, die Karenzzeit, die wir haben, die Transparenz, alles die wesentlichen Grundsätze, die wir in diesem Hause auch schon ein paar Mal miteinander besprochen haben. Insofern glaube ich, dass wir zu einer breiten Mehrheit zu diesem geänderten Staatsvertrag kommen können. Ich will allerdings auch eines noch sagen. Es ist kein Alibi, dem Gesetzentwurf nicht zuzustimmen, jetzt das Beitragsthema aufzumachen, meine Damen und Herren. Wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang über die KEF-Vorstellungen diskutieren, die empfohlen hat, den Beitrag zu senken, dann gehört mindestens zur Wahrheit dazu, und Frau Dorn hat das eben schon einmal leise angedeutet, dann gehört mindestens zur Wahrheit dazu, dass die KEF im selben Atemzug darauf hingewiesen hat, dass dann beim nächsten Bericht eine Erhöhung um einen Beitrag nicht von 30 Cent, sondern dass es dann um einen Beitrag von über 2 Euro zusätzlich pro Monat geht. Und Herr Kollege Rock, die Ehrlichkeit würde gebieten, dass man das dann auch in eine solche Debatte mit einwirft, gleichwohl es heute überhaupt nicht zu beschließen ist. Aber das gehört dann mit in die Debatte hinein, und ich stimme Frau Dorn sehr klar zu, dass ich über die ganze ARD nur feststellen kann, dass dort die Reformbemühungen, die Strukturüberlegungen sehr vertieft angegangen worden sind in allen einzelnen Rundfunkanstalten in der ARD zusammen, sodass ich glaube, dass das auch zu guten Ergebnissen kommt. Heute allerdings ein Ergebnis, was ein anderes Thema, nämlich das Deutschlandradio, angeht. Und da, glaube ich, ist ein solider Vertrag entworfen worden, den meine Fraktion im Prinzip heute schon beschließen könnte, mit einer einzigen Ausnahme, die wir uns, wenn wir dürften und wenn wir könnten, anders wählen würden. Ich glaube nicht, dass die Transparenz im Sinne der öffentlichen Sitzung eines Gremiums der Weisheit letzter Schluss ist. Dann werden manche wirklichen Beratungen in Sitzungen vorher hinter verschlossenen Türen geführt.
Ob das dann wirklich zu weiterem führt, weiß ich nicht. Aber im Übrigen denke ich, dass wir einen soliden Staatsvertrag vor uns haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist zu beschließen, dass dieser Gesetzentwurf nach Durchführung der ersten Lesung dem Hauptausschuss zugewiesen werden muss. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung, dem widerspricht niemand, ist das so beschlossen. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beenden die heutige Sitzung. Ich lade Sie ein, morgen für 9 Uhr mit dem Top 18. Schönen Abend. Tralala.